Herzlich willkommen zu einem neuen Freediving-Video. Dieses Mal möchte ich eine ganz neue Rubrik starten und euch Freediving-Bücher vorstellen. Und den Anfang möchte ich machen mit dem Buch Apnoe-Tauchen von Dagmar Andres Prümer und dazu gleich mehr. Ich habe das Buch Apnoe-Tauchen in der zweiten Auflage aus dem Jahr 2005. Es ist also schon ein bisschen älter, aber ich möchte euch das Buch heute vorstellen, weil es mir zu Beginn meiner Freitauchkarriere sehr geholfen hat, die Grundlagen zu erlernen, etwas über Ausrüstung und Training kennenzulernen. Und es hat mir sehr weitergeholfen, gerade auch, weil es damals das erste und einzige Buch übers Freitauchen in Deutsch war. Das Buch Apnoe-Tauchen beschäftigt sich mit den Grundlagen, mit Trainingstipps und mit der Praxis. Und bevor wir einen Blick in das Buch werfen, möchte ich euch die Rückseite kurz vorlesen. Apnoe ist ein einzigartiges Unterwassererlebnis, das sportliche Aspekte in idealer Weise mit dem Naturerlebnis einer faszinierenden Unterwasserwelt verbindet. Abgestimmt auf die eigene körperliche Leistung erlebt man beim Apnoe-Tauchen sich wie ein Delfin bewegend neue Dimensionen in Raum und Zeit. Dieses Lehrbuch über das Apnoe-Tauchen ist die ideale Anleitung für alle, die nur mit Maske, Schnorchel, Flossen und eventuell einem Kälteschutzanzug den Aufbruch in die Welt unter Wasser machen wollen. Nicht die Rekordjagd nach Tauchzeiten und Tauchtiefen steht hier im Vordergrund, sondern die sinnvolle Steigerung der eigenen Fitness und Beweglichkeit im und unter Wasser. Das Buch Apnoe-Tauchen wurde von Dagmar Andres Prümer geschrieben. Dagmar ist im Freitauchen eine sehr bekannte Größe. Sie ist im Jahr 2001 in Stuttgart zum Freitauchen gekommen, hat sich über den Breitensport zum Leistungssport entwickelt, hat mehrere deutsche Rekorde gemacht, ist im Jahr 2016 deutsche Meisterin geworden und hat Deutschland bei Weltmeisterschaften im Freitauchen vertreten. Werfen wir nun einen Blick ins Inhaltsverzeichnis vom Buch. Das Buch startet mit der Geschichte des Freitauchens, dann geht es weiter mit Kapiteln über Lunge und Atmung. Es behandelt die Physiologie des Apnoe-Tauchens. Ein weiterer Teil ist die Ausrüstung, die ihr zum Freitauchen benötigt. Nächste Kapitel sind dann die Disziplinen, wo es ums Zeittauchen, ums Streckentauchen und ums Tieftauchen geht. Abgerundet wird das Buch mit Atemübungen und Yogaübungen. Und am Ende gibt es noch einmal ein Kapitel über die wahren Meister des Apnoe-Tauchens, wo es dann um Säugetiere geht, die im Meer leben. Wie am Anfang schon erwähnt, ist das Buch aus dem Jahr 2005, das heißt, es ist schon etwas älter, aber für mich war es eine wichtige Grundlage, die einzelnen Begriffe oder Vorgänge im Apnoe-Tauchen näher kennenzulernen, als ich mit dem Freitauchen begonnen habe. Und wenn du das Buch auch gelesen hast oder dich dafür interessierst, schreib mir doch unten in die Kommentare. Ja, ich hoffe, die Buchvorstellung hat dir gefallen und wenn du an weiteren Buchvorstellungen interessiert bist, kannst du dir meine Playlists über die Bücher angucken oder du schaust dir mein aktuellstes Video an, was ich gedreht habe. Das findest du hier oben. Und ansonsten kann ich dir nur empfehlen, wenn du dich für weitere Videos interessierst und du auf dem Laufenden bleiben möchtest, abonniere meinen Kanal, klick auf die Glocke und in diesem Sinne bis zum nächsten Video. Euer Daniel.